willkommen zu Break, Ihrem Infomagazin im offenen Kanal Wernigerode. Die Themen der Woche sind: Wernigerode ist bester Ferienort 2016, danach Hochschule Haas auf Zeebe 2016 vertreten und im Anschluss großer Dank an alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Wernigerode ist bester Ferienort 2016. Pünktlich zum Start der ITB hat Atraveo, der größte Ferienhausmarkt im Internet, die beliebtesten Ferienorte in 6 besonders gefragten Reiseländern ermittelt. Und dieses Jahr ist Wernigerode der Gewinner in Deutschland. Oberbürgermeister Peter Gaffert bekam den Preis am Donnerstag, dem 10. März, am Stand der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt auf der ITB überreicht. Wir freuen uns besonders, dass der Preis erstmals in den Harz geht, informiert Atraveo-Geschäftsführer Dirk Fruelle. Die Region gehört bei Ferienhausurlaubern zu den stark nachgefragten und bei uns in den letzten Jahren beständig wachsenden Reisezielen. Grundlage des Preises sind im Vorjahr abgegeben Kundenbewertungen, die im Falle von Wernigerode überdurchschnittlich gut waren und es nicht nur zum besten deutschen Ferienort gemacht haben, sondern sogar europaweit den Spitzenwert darstellen. Zu den weiteren Gewinnern zählen Dubrovnik in Kroatien, Enkhuizen in den Niederlanden, Meierhofen in Österreich, Polenka in Spanien, Rom in Italien und Wernigerode in Deutschland. Oberbürgermeister Peter Gaffert zeigte sich schon im Vorfeld begeistert von der Auszeichnung des Reiseanbieters. Auch Dr. Karl-Hans Uhle, Geschäftsführer der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt, freut sich gemeinsam mit Wernigerodes Stadtoberhaupt über die Preisverleihung. Hochschule Harz auf Zeebe 2016 vertreten. Vom 14. bis 18. März 2016 sind der Wernigeröder Fachbereich Automatisierung und Informatik sowie der Halberstädter Fachbereich Verwaltungswissenschaften mit zukunftsweisenden Projekten auf der CeBIT in Hannover vertreten. In Halle 6 am Stand Forschung für die Zukunft B24 werden innovative Lösungen aus den Bereichen Sicherheit, elektronische Prozesse mit E-Government-Standards wie der Personalausweis mit Online-Ausweisfunktion, Wirtschaftsförderung sowie Verwaltungsmodernisierung gezeigt. Außerdem wird die erste multinationale E-Government-Studie vorgestellt. Die Projekte entstammen unter anderem der Arbeit mit KAT-Kompetenzzentrum für Informations- und Kommunikationstechnologien und unternehmensnahe Dienstleistungen an der Hochschule Harz. Die Hochschule Harz ist deutschlandweit die erste Hochschule, welche die Online-Funktion des Personalausweises im Kontakt mit ihren Studienenden einsetzt. Auch der Halberstädter Fachbereich Verwaltungswissenschaften beteiligt sich wieder an der CeBIT unter der Leitung von Professor Dr. André Göbel, Vertreter der Professur für Verwaltungsmanagement und Wirtschaftsförderung, wird das bundesweit einzigartige Labor für angewandte IT in der Wirtschaftsförderung für neue Methoden und Technologien für die kommunale Standortentwicklung präsentieren. Diese und weitere Ergebnisse werden auf der CeBIT am 16. März in 2 gemeinsamen Vorträgen präsentiert. Darüber hinaus findet ebenfalls am 16. März eine hochkarätige besetzte Podiumsdiskussion statt. Unter der Leitung von Professor Dr. André Göbel diskutieren namhafte Experten über das hochaktuelle Thema: Welchen Beitrag kann die IT zur Bewältigung der Asylkrise leisten? Zu den Referenten gehören Marc Reinhardt in seinen Funktionen als Präsidentmitglied der Initiative D21 und als Vizepräsident der Unternehmensberatung Capgemini Deutschland. Franz Reinhard Habel als Sprecher des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Inko Engelhardt von der Bundesagentur für Arbeit sowie Jörg Rudowski aus dem Innenministerium Sachsen-Anhalt. Großer Dank an alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Rund 1600 ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer waren am vergangenen Sonntag im Landkreis Harz tätig, um für einen reibungslosen Ablauf der Wahlen zu sorgen.
Rund 2000 Briefwahlunterlagen, mehr als im Jahr 2011, wurden in den 15 Briefwahlvorständen ausgezählt, die in der Halberstädter Kreisverwaltung zusammenkamen. In der Kreisverwaltung und im Kreiswahlbüro, wo am Wahlabend alle Fäden für den Wahlkreis Harz zusammenliefen, sorgten 11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Datenerfassung und Weiterleitung sowie die aktuelle Präsentation der Wahlergebnisse. Der Kreiswahlleiter Martin Skiebe dankte Ihnen und auch den zahlreichen Verwaltungsmitarbeitern in der Stadt- und Gemeindeverwaltung für ihren Einsatz am Wahlsonntag. Dass die Landtagswahlen in unserem Landkreis zügig und ohne größere Probleme vonstatten gingen, ist ein Verdienst der vielen Wahlhelfer, die einmal mehr in bewährter Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Wahlbüros ihre Aufgaben in gewohnt zuverlässiger Weise erfüllt haben. So Martin Skiebe. Geofachtag Sachsen-Anhalt trat auf großes Interesse. Der vom Verein Netzwerk GIS Sachsen-Anhalt jährlich veranstaltete Geofachtag fand kürzlich erstmals auf dem Wernigeröder Campus der Hochschule Harz statt. Der Geofachtag versteht sich als Informationsveranstaltung für Entscheider und Anwender in Kommunen, Behörden und Unternehmen. Es diskutierten hier Wissenschaftler, die Geoinformationssysteme entwickeln und räumliche Daten nutzen, aber auch Anwender aus Verwaltungen und Unternehmen über aktuelle Probleme und neueste Erkenntnisse. Neben dem Netzwerk GIS Sachsen-Anhalt und dem Fachbereich Automatisierung und Informatik der Hochschule Harz waren der Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt und der Landkreistag Sachsen-Anhalt Mitveranstalter der gelungenen Tagung, die von einer Firmenmesse mit 17 Ausstellern begleitet wurde. Hochschulrektor Prof. Dr. Armin Willingmann freute sich bei seiner Begrüßung über knapp 180 Gäste im Audimax. Eine der höchsten Teilnehmerzahlen seit Bestehen der regelmäßigen Treffen. Dr. Thomas Spangenberg, vormals wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Harz, eröffnete den 8. Geofachtag mit einem Vortrag über seine anwendungsorientierte Arbeit zur Vernetzung von Geoinformatik und Tourismus. Im letzten Jahr promovierte der 35-Jährige zum Thema E-Tourismus und hat dafür den Wernigeröder Wissenschaftspreis erhalten. In weiteren Vorträgen und Workshops setzen sich die Teilnehmer unter anderem mit Fragestellungen aus dem Naturschutz und dem Geodatenschutz auseinander. Letzterer gewinnt zunehmend an Bedeutung und ist Voraussetzung für die wissenschaftliche Nutzung und Entwicklung von Geoportalen. Ein wichtiges Anliegen war zudem die Bewältigung von Folgen des Klimawandels und der zutreffenden kommunalen Vorsorge durch die Anwendung von Geoinformatiksystemen. E-Government-Studie zeigt, Behörden entwickeln zunehmend eigene E-Government-Strategien. Die Hochschule Harz hat zusammen mit der Berner Fachhochschule und der Fachhochschule Kärnten sowie dem IT-Dienstleistungsunternehmen Materna GmbH eine Studie zur Wirkung von E-Government in Deutschland, Österreich und der Schweiz durchgeführt. Im Herbst 2015 wurden rund 900 Verwaltungen befragt, von denen insgesamt 16% teilnahmen. Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass die öffentliche Verwaltung das Thema E-Government zunehmend strategisch angeht, aber der Weg noch lang sein wird, bis die geplanten Maßnahmen umgesetzt sein werden. Die Studienergebnisse wurden erstmals auf der CeBIT vorgestellt. Generation Hochschule zur Quedlinburger Pflanzenzuchtgeschichte. Über 200 Bildungsinteressierte kamen kürzlich im Audimax auf dem Wernigeröder Campus zusammen, um der Februarvorlesung der Generation Hochschule zu folgen. Dozent Dr. Rolf Bielau gab einen Überblick zu den bedeutendsten Agrarwissenschaftlern und Pflanzenzüchtern in Quedlinburg vom 19. Jahrhundert bis heute und hob damit die internationale Bedeutung sowie den Ruf als Saatgutmetropole hervor. Im Fokus der Experten standen die vielfältigen Persönlichkeiten, welche den Erfolg der Harzregion untermauert haben. Maßgebend war die Gründung der Gesellschaft zur Förderung deutscher Pflanzenzucht im Jahr 1908 durch Ludwig Kühle, stellte der Köthner heraus.
denn das Wirken des damaligen Direktors der Gebrüder Dippe AG sowie die Forschungsarbeit der erfahrenen Wissenschaftler seiner Firma trugen zur Entwicklung der bedeutenden Saatzuchtmetropole bei. Die umfassende Arbeit der größten Unternehmen der heutigen Welt bestand, führte 1947 zur Gründung des Instituts für Pflanzenzüchtung. Besonders die geografischen Voraussetzungen Quedlinburgs wirkten sich positiv auf die Forschungsleistung aus. Das vorherrschende Miniklima mit viel Regen im Frühjahr und danach weniger werdenden Niederschlag im Sommer und Herbst eignen sich ideal für die Vermehrungsarbeit, erklärte der studierte Pflanzenzüchter Bielau, dessen beruflicher Weg auch nach Jordanien und Tansania führte. Der nächste Vortrag der Generation Hochschule findet am Dienstag, dem 12. April 2016 von 17 bis 19 Uhr im Audiomax der Papierfabrik am Eichenberg 1 auf dem Wernigeröder Campus statt. Der Allgemeinmediziner Dr. Med. Hans Otto Lindner aus Bad Harzburg referiert zum Thema Denken, Lernen und nur das Vergessen, was man nie mehr braucht. Die Teilnahme an der Generation Hochschule ist kostenfrei. Die Anmeldung erfolgt unter www.generationhochschule.de. Wiederkehrende Projektwochen begeistern Neunklässler für Informatikstudium. Vom 22. bis 26. Februar besuchten 16 Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse den Fachbereich Automatisierung und Informatik der Hochschule Harz im Rahmen der bereits vor rund 10 Jahren in dem Fallstein-Gymnasium Osterwiek geschlossenen Kooperation. Das Osterwieker Gymnasium zählt zu den ersten Schulen, mit denen wir seinerzeit auf Basis zahlreicher gemeinsamer Projekte eine Kooperationsvereinbarung geschlossen haben. Diese enge Zusammenarbeit ermöglicht den Schülern beispielsweise bereits während der Klassenstufen 11 und 12 an Vorlesungen unserer drei Fachbereiche teilzunehmen und auf Wunsch auch die abschließende Prüfungsleistung zu absolvieren, so Hochschulrektor Prof. Dr. Armin Willingmann und in seiner Funktion als Präsident der Landkreisrektorenkonferenz Sachsen-Anhalt weist Willingmann darauf hin, dass sich die Hochschulleitung darauf verständigt haben, die so erzielten Prüfungsleistungen bei Studieneintritt an allen Hochschulen des Landes anzuerkennen. Die angehenden Abiturienten erhielten so kürzlich unter anderem fundierte Einblicke in die Programmierung sowie den Umgang mit Datenbanken und setzten sich mit der modernen Internettechnologie auseinander. Im 10. und 11. Schuljahr kehren die Gymnasiasten für jeweils eine Woche zurück an die Hochschule Harz, um an weiteren Kursen teilzunehmen. Während der mehrjährigen Zusammenarbeit lernen die Jugendlichen den Campus und das Studentenleben kennen und erhalten vertiefte Eindrücke im MINT-Themen. 35 Grundschüler zu Rechenwettstreit an der Hochschule Harz begrüßt. Am Donnerstag, dem 10. März, waren die Hörsäle auf dem Wernigeröder Campus einmal mehr Austragungsort eines traditionellen Rechenwettstreits. An der 20. Mathematik-Stadtolympiade des Landes Sachsen-Anhalt nahmen auch 37 Dritt- und Viertklässler aus umliegenden Grundschulen teil. Für 8 knifflige Aufgaben hatten die jungen Talente 90 Minuten Zeit. Begrüßt wurden sie von Andreas Heinrich, Stellvertreter Oberbürgermeister der Stadt Wernigerode, Wolfgang Berge, Schulleiter der Ganztagsgrundschule Stadtfeld, sowie Michael Schilling, Kanzler der Hochschule Harz. Wir wünschen euch allen viel Erfolg beim heutigen Einsatz eurer Rechenkünste und laden euch jederzeit wieder herzlich auf den Campus der Hochschule Harz ein, zum Beispiel zu den Vorlesungen der Kinderhochschule und zum bunten Familienfest beim Campus Fieber am 4. Juni, so der Hochschulverwaltungsleiter. Tag der Berufe, ein fester Termin für die Berufsorientierung. Den Traumberuf mal vor Ort entdecken, hinter die Kulissen schauen, diese Chance konnten Jugendliche, Berufsweitentdecker, mit ihren Eltern, Großeltern oder Lehrern am jährlich stattfindenden Tag der Berufe nutzen. 38 Unternehmen und 176 Jugendliche und deren Begleiter erlebten den Tag, um Ausbildungsmöglichkeiten in den Betrieben in ihrer Heimatregion zu erforschen und um mit Chefs, Personalarbeitern,
Ausbildern und Auszubildenden ins Gespräch zu kommen. Am Tag der Berufe geht es darum, den Jugendlichen die Ausbildungen praxisnah darzustellen. Die angesprochenen 14- und 15-Jährigen für das Thema Ausbildung in den kommenden Jahren wichtig wird, sollen frühzeitig die Inhalte der Ausbildungen erkundet und gleich direkte Kontakte knüpfen, zum Beispiel, um nach einem Praktikumsplatz Ausschau zu halten. Umschreibt Heike Schittkohr, Vorsitzende Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Halberstadt, die Botschaft des Aktionstages. Schade, dass die Mehrheit der rund 1700 Siebent- und Achtklässler im Landkreis dieses tolle Angebot nicht noch intensiver nutzte. Es ist immer besser zu wissen, was hinter einer Ausbildung steckt, als später festzustellen, dass man nicht die richtige Wahl getroffen hat. Die teilnehmenden Unternehmen haben sich ganz individuell auf diesen Tag vorbereitet. Türen und Tore wurden weit geöffnet, Besichtigungen und Grundgänge organisiert. Alles frei nach dem Motto Ausbildung zum Anfassen. Ich wünsche mir, dass im kommenden Jahr mehr Jugendliche diesen tollen Tag mit Praxisduft für sich nutzen, resümierte Schüttkur. Die teilgenommenen Unternehmen dankte Schüttkur herzlich und hofft auf eine erneute Teilnahme im kommenden Jahr. Osterfeuer erstmals auf dem Ochsenteichgelände. Auch in diesem Jahr wird ein traditionelles Osterfeuer in der Stadt Wernigerode stattfinden. Am Ostersamstag, dem 26. März, sind alle Wernigeröder und Gäste ab 19 Uhr herzlich eingeladen beim traditionellen Osterfeuer. Den Winter zu vertreiben, sowohl aus organisatorischen als auch aus witterungstechnischen Gründen, entschieden sich die Veranstaltung in diesem Jahr für eine Verlegung des Standortes von der alten Wernigeröder Schützenwiese auf das Ochsenteichgelände. Dabei stand die bessere Erreichbarkeit für alle Besucher und die günstige Geständebeschaffenheit im Vordergrund. Für den neuen Standort Ochsenteich räumt der Veranstalter alten Kleingärtnern im Vorfeld die Möglichkeit ein, kontrolliert Grünschnittabfälle zum Zwecke des Osterfeuers vor Ort anzuliefern. Die Zeiten hierfür sind Freitag, der 18. März, sowie Mittwoch, der 23. März, jeweils von 13 bis 18 Uhr. Außerdem kann man am Samstag, dem 19. März, sowie am Donnerstag, dem 24. März, jeweils in der Zeit von 9 bis 12 Uhr Grünschnittabfälle abgeben. Es wird dringend gebeten, die vorgegebenen Zeiten einzuhalten. Es ist darauf zu achten, dass nur Zweigmaterialien angeliefert werden, aber keinesfalls Laub, kräutige Gartenabfälle ausgeordnet, Baumwurzeln oder gar Hausmüllabfälle. Solche verbotswidrigen Ablagerungen werden als Ordnungswidrigkeit der Umweltbehörde des Landkreises Harz zur Anzeige gebracht und mit einer Geldbuße geahndet. Sachdienliche Hinweise auf die vermeintlichen Verursacher nimmt das Ordnungsamt der Stadt Wernigerode jederzeit unter der eingeblendeten Telefonnummer dankbar entgegen. Alle Osterfeuer am 26. März beginnen ca. 19 Uhr, und zwar in Wernigerode auf dem Ochsenteichgelände, in Benzigerode, auf der Storfenburg und dem Ausberg in Minzleben, auf dem Gelände in der Nähe des alten Beinhofes, hinter dem Silo und in Silstedt auf der Freifläche zwischen Hängerabstellplatz, der Agrargenossenschaft und dem Sportplatz. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen noch keine offiziellen Osterfeuerstandorte für den Ortsteil Reddebau und Schörke vor. Diese werden zu einem späteren Zeitpunkt noch bekannt gegeben. Wernigeröder Museen laden zum 14. Museumsfrühling ein. Am Sonntag, dem 20. März, veranstalten die Wernigeröder Museen und museumsähnlichen Einrichtungen zum 14. Mal den Wernigeröder Museumsfrühling. Insgesamt laden 14 Häuser zu einem Besuch mit den unterschiedlichsten Aktionen ein. Das Angebot reicht von Sonderausstellungen, Führungen, Musik- und Mitmachaktionen und wie die eigene Sense dengeln, basteln oder ein Quiz mit Gewinnchance zu lösen. Freunde des Flohmarktes kommen in diesem Jahr beim Museumsfrühling in Schörke auf ihre Kosten. Der Förderverein des Feuerwehrmuseums bietet den gut bewährten Shuttleverkehr vom Feuerwehrmuseum in der Steingrube zu den Museen in den Ortsstellen an.
Aktuelle Informationen zum Programm sowie die Abfasszeiten können unter www.wernigerode.de abgerufen werden. Großen zum Internationalen Frauentag. Am 7. März fand die traditionelle Frauentagsfeier der Stadt Wernigerode im historischen Rathaussaal statt. Zu der Veranstaltung hatte Jana Diesener, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wernigerode, in Kooperation mit dem Frauenzentrum und dem Deutschen Gewerkschaftsbund geladen. Insgesamt 115 Frauen konnten sich über ein gelungenes Programm freuen. Den Anstieg gab die Geigenvirtuosin Julia Grebner. Sie gewann das Publikum durch leidenschaftliche Spielfreude und mitreißenden Schwung. Nach den Grußworten des Oberbürgermeisters Peter Gaffert und der stellvertretenden Landrätin Heike Schäfer sowie der Eröffnungsrede von Kurt Auerswald vom Deutschen Gewerkschaftsbund übernahmen zahlreiche Kinder die künstlerische Ausgestaltung des Nachmittages. Eine Kindergruppe aus der 3. Klasse der Diesterweg-Grundschule sorgte mit Frühlingsliedern und Gedichten für gute Laune. Der Kinderchor des Landesgymnasiums glänzte mit ausbalancierten und zugleich ausdrucksvollen Gesang, sodass die Gäste begeistert waren. Die Stadt wird frühlingshaft bunt. Beim städtischen Grünflächenamt geht es in diesen Tagen ganz frühlingshaft zu den bereits letzte Woche setzten die Mitarbeiter die ersten Frühlingsboten in die Erde. In dieser Woche folgten die restlichen der 15.000 Frühjahrsboten. Wie im vergangenen Jahr werden vornehmlich Stiefmütterchen und Hornveilchen gepflanzt. Hinzu kommen Vergissmeinnicht, Gänseblümchen und Ranunkeln. In diesem Jahr stammen die Pflanzen aus Blankenburg. Letzte Woche startete die frische Kur für den Bahnhofskreisel. Danach folgen alle anderen Bereiche der Kernstadt. In den Dörfern und auf den städtischen Friedhof leider trübte in den vergangenen Jahren allzu oft Vandalismus die bunte Pflanzenpracht. Oft werden Pflanzen gestohlen oder man findet herausgezogene und herumgeworfene Blumen. Bleibt nur zu wünschen, dass diese Begleiterscheinung in diesem Jahr ausbleibt. Nordharzer Städtebundtheater, der Lappen ist weg. Aufgrund der großen Nachfrage gibt es im Mai 4 Zusatzvorstellungen von der Lappen ist weg. Das Nordharzer Städtebundtheater ist hoch erfreut, dass die Komödie Der Lappen ist weg von Michael Herrl zum Dauerrentner wird. Binnen Tagen nach der Ankündigung der letzten Vorstellungen waren diese ausverkauft. Daher bietet das Städtebundtheater im Mai 4 Zusatzvorstellungen zu folgenden Terminen an. Mittwoch, 4. Mai um 19.30 Uhr an der Kammerbühne in Halberstadt. Am Sonntag, dem 8. Mai um 15 Uhr und am Freitag, dem 13. Mai um 19.30 Uhr an der Neuen Bühne in Quedlinburg. Am Samstag, dem 14. Mai um 19.30 Uhr noch einmal an der Kammerbühne Halberstadt. Weitere Informationen erhalten Sie unter den eingeblendeten Telefonnummern. Ballprogramm zur Aufführung von Zeit im Dunkeln. Das erfolgreiche Schauspiel Zeit im Dunkeln setzt sich mit der aktuellen Flüchtlingskrise auseinander. Henning Mackels Stück schildert eindrücklich die schwierige Flucht und Integration einer Familie, die aufgrund des Bürgerkrieges ihr Land verlassen muss und Frieden finden möchte. Der Nordharzer Städtebundtheater freut sich sehr, mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen und bietet bei jeder Vorstellung die Möglichkeit zu gegenseitigen Austausch an. Ein Highlight hierzu ist die Kooperation mit dem Bildhauer Professor Wolfgang Dreise. Anlässlich der nächsten Quedlinburger Aufführung laden das Städtebundtheater und Herr Dreise gemeinsam zum Dialog mit dem Thema Gastfreundschaft ein. In lockerer Runde möchte Herr Dreise und die Theaterschaffenden mit dem Publikum vorab ins Gespräch kommen. Die Dialoge finden eine Stunde vor der Aufführung im Theatercafé Quedlinburg statt. Termine sind Samstag, 19. März und Samstag, 9. April, jeweils um 18.30 Uhr. An diesen Tagen bietet Herr Dreise zudem eine Führung zur Ausstellung Der heilige Martin, jeweils um 16 Uhr in der Wirpelkirche in Quedlinburg. Die Veranstaltungen sind kostenfrei. Die
Lesung und Ausstellung in der Wernigeröder Rektoratsvilla. Am Mittwoch, dem 16. März 2016, lud die Hochschule Harz zu einer Lesung und Vernissage in die Wernigeröder Rektoratsvilla ein. Der viel beachtete Autor und Cartoonist Olaf Schwarzbach präsentierte neben seiner Autobiografie Forelle Grau die Geschichte von Ohl. Auch seine ebenso witzigen wie bissigen Karikaturen, Acrylgemälde oder Bronzengüsse. Für den Berliner war es bereits der zweite Besuch an der Hochschule Harz. Nach seiner Lesung im Rahmen der 24. Landesliteraturtage im Herbst 2015. Wir freuen uns, dass wir den Cartoonisten Ohl nach seiner humorvollen Lesung aus seinen Erinnerungen im letzten September nun für einige kleine Werkschau im Harz gewinnen konnten. Dank bissigen Witzes und deutlicher Sprache prägen sich diese Karikaturen ein und bieten reichlich Gelegenheit zur Reflexion. In Verbindung mit der Lesung aus seiner Lebenserinnerung wurde rasch deutlich, dass Ohl ein künstlerisches Multitalent ist, so der Hochschulleiter. Bei euch ein herzliches Willkommen, schön, dass ihr da seid und danke für das schöne Wetter. Und Ihnen allen und euch allen ein herzliches Willkommen zu einem schönen Anlass, kurz vor Ostern, zur Wiedereinweihung eines neuen Spielplatzes hier im Christianenthal. Vorweg allen ein Dankeschön, die es möglich gemacht haben, die es gebaut haben, die die Idee hatten und vor allen Dingen auch die an diejenigen, die es finanziert haben. Denn das wissen alle, so ein Spielplatz ist in der heutigen Zeit auch inzwischen eine ziemliche Investition. Aber da bin ich natürlich auch beim Sozialausschuss und ich begrüße ganz herzlich auch Herrn Müller, dass er sich die Zeit genommen hat, heute hierher zu kommen, dass die Stadt Wernigerode und insbesondere natürlich auch der politische Raum, Sozialausschuss und die Verantwortlichen immer alles dafür tun, was möglich ist, um gute Rahmenbedingungen auch für unsere Kleinsten und Jüngsten hier zu schaffen. Denn sie sind, und das ist nun mal so in unserer Stadt, ihr seid die Zukunft und eine Stadt ohne Kinder ist ohne Zukunft und deshalb ist es umso schöner, wenn wir da auch in der Lage sind, das ein oder andere wieder schön zu machen. Und ich freue mich ganz besonders an diesem Punkt hier im Christianenthal, wo wir ja wissen, dass alljährlich fast 100.000 Menschen hierher kommen und einige tausend Kinder hier sind, dass wir hier an diesem Platz, diesen wunderschönen Spielplatz hier eröffnen können heute und dass ihr alle da seid. Könnt ihr nachher gleich in Betrieb nehmen hier, könnt ihr gleich turnen und spielen. Ich denke, das ist ein schöner Anlass, kurz vor Ostern. Herzlichen Dank nochmal an alle. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt alles vorlesen soll, das könnte ich machen, aber vielleicht lassen wir das mal. Wir haben, ich kann das vielleicht in der Summe sagen, das ist für die Presse immer ganz interessant, wir haben insgesamt knapp 30.000 Euro ausgegeben. Das ist ganz schön viel für so einen Spielplatz. Spielgeräte, natürlich der Abriss der vorhandenen alten Einrichtungen und dann auch der Fallschutz. Was auch immer das ist. Ja, die Schnitzel. Ah, die Schnitzel. Aha. So, und da möchte ich ganz besonders danken den Sponsoren, neben der Stadt, nämlich dem Förderverein, die sich wie immer hier im Christianenthal sehr engagiert gezeigt haben. Oder den Förderverein, das kann man an der Stelle auch deutlich sagen, würde dieser Wildpark mit Sicherheit nicht so aussehen, wie er aussieht. Also das möchte ich an der Stelle auch nochmal ganz deutlich das Dankeschön herausstellen und den Mitgliedern und aber auch dem Vorstand ein ganz herzliches Dankeschön sagen. Und was vielleicht auch schön ist, dass das ein oder andere, was hier früher gestanden hat, noch einer anderen Verwendung zugeführt werden kann, eine gute Verwendung gefunden werden konnte für die Dinge, die noch einsatzfähig sind. Ich wünsche, dass hier viele Kinder spielen in den nächsten Jahren. So ein Spielplatz hält ja ein paar Jahre, da seid ihr dann schon groß, dann spielt ihr hier nicht mehr, dann habt ihr schon ein Handy in der Hand. Da spielen die Kinder immer noch. Und dass natürlich auch sich keiner hier wehtut und dem Wildpark und all denen noch mal ein herzliches Dankeschön und weiterhin ein gutes Gelingen. Herzlichen Dank. Dankeschön. So, jetzt geht's. Du hast schon ein Handy. Ja, von Papa das alte, das geht. Ich denke, Schere, auch die Schere, darf ich? Das kann auch Geräusche machen. Da haben wir's. So. Der hat noch die Schere, ihr beide habt noch die Schere. Kevin, willst du mit herkommen? Ja, komm. So. Habt ihr? Ui, das ging auch schnell. Thank you.
Das war's mit Break heute. Ich verabschiede mich von Ihnen und gebe jetzt ab zum Wetter.